Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, Mod-Video zu Computercraft. Letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie ihr den Redstone verglühen ausschalten kann. Und heute zeige ich euch, wie ihr eine passwortgesicherte Tür baut. Redstone-Verkabelung ganz einfach. Redstone und Rayless Redstone-Block und dann hier unten auch ganz normal. So, die Tür gilt es zu öffnen. Die können wir so öffnen, aber sonst auch nicht. Ja, man kann sie kaputt schlagen, aber ansonsten bringt es einem nichts. Okay, damit wir die ganz normal öffnen können, so dass wir dann durchgehen können, machen wir das alles mit einem Computer. Ist eigentlich auch ganz einfach. So, wir geben erstmal Edit Startup ein. Das müssen wir sowieso immer machen. Jetzt will ich das so machen, dass man auch editieren kann, wenn was falsch ist und nicht immer... dass man nicht immer den Computer kaputt machen muss. Deswegen machen wir hier einfach Print und dann was kann ich für Sie tun? So, jetzt habe ich was vergessen. Ich möchte nämlich das OS weg haben oben. Dafür gebe ich shell.run in Klammern clear ein. So, jetzt können wir wieder das ist jetzt der Befehl zum Clearen komplett. Okay, dann sagen wir sleep, also er soll ein bisschen schlafen. Dann machen wir mal 1,5 Sekunden und dann schreiben wir nochmal print. So, dann geben Sie mal Passwort ein, um die Tür zu öffnen. So. So, dann haben wir das hier fertig. Und dann geben wir Edit Passwort ein. So, dann müssen wir dort unser ganzes Passwort Script reinschreiben. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir schreiben erstmal Funktion Pass und dann abschließen ganz einfach. Dann fangen wir ganz normal mit Print an. Schreiben wir: geben Sie das Passwort ein. So. Dann schreiben wir erstmal, müssen wir gucken, dass er das Passwort auch lesen kann, was wir einschreiben. Dazu geben wir ein. Jetzt müssen wir erstmal eine Variable dann noch festlegen. Ihr könnt was auch immer nehmen. Ich nehme jetzt mal P für Passwort. P gleich io.read, also es soll lesen. Dann tun wir das abschließen und dann ist if p gleich gleich und dann unser Passwort. Nehmen wir jetzt mal test und dann then, also wenn das richtig ist, dann print Passwort ist richtig. So, haben wir das eingegeben. Dann müssen wir die Tür natürlich mit Redstone aufmachen. Das heißt redstone.setout output in Klammern auf. Dann in Anführungsstrichen die Seite. Diesmal ist es bei mir hinten. Das heißt back. Ja, wenn man es richtig schreibt. Anführungsstrichen wieder. Dann ein Komma. Und dann auf true. Dann Klammer wieder zu. Dann sleep, damit wir Zeit haben, auch durch die Tür zu gehen. Nehmen wir 3 Sekunden. Und dann nach redstone.set output. Das gleiche, diesmal setzen wir das dann auf false. Damit das
auch wieder ausgeht, also die Türe wieder zu. So, dann haben wir im Prinzip das schon mal abgeklärt. Dann schreiben wir Pass. Und dann Else, also wenn nicht, dann müssen wir erstmal schreiben Print. Passwort ist falsch. So, aber, genau, jetzt habe ich was vergessen. Das ist mir vorhin in einer Testaufnahme, sage ich jetzt mal nicht, aber in einem Test passiert, dass wenn ich das jetzt so geschrieben hätte, wie es jetzt ist oder wie es dann gleich noch folgt, dann würde das automatisch starten aus dem Startmenü heraus und das will ich nicht. Deswegen soll der erstmal shell.run start. Fail. Start up. So, dann startet er das Startup wieder und wir kommen ins Menü vorne rein. So, hier ist jetzt ganz einfach. Wenn falsch ist, dann ist falsch. Ne? Es meldet, es ist falsch. Bleibt dann auch, würde dann so stehen bleiben. Dann shell.run clear. Damit das nochmal geklärt wird und dann schreibe ich print. Ah ne, ich muss hier vorher schlafen. Also das müssen, wir müssen das ein bisschen Zeit lassen. Sleep 2 und dann shell.run clear. So, dann schreiben wir auch wieder print und dann das. Terminal ist für 10 Sekunden gesperrt. So, dann schlafen müssen wir natürlich auch die 10 Sekunden schlafen, damit da nichts passiert. Und dann geben wir ein shell.run reboot. Dann rebootet er und fängt wieder von neu an. Das könnten wir eigentlich auch hier schreiben. Ja, machen wir auch. Dann rebootet er das Ganze und das geht auch. Reboot. So. Dann haben wir das auch. Und dann geben wir nur noch Pass ein. Dann zweimal End. Wegen den Sachen, dann nochmal Pass und dann ist das auch schon fertig. So, das, was ich jetzt hier reingeschrieben habe, das kommt doch mal in die Videobeschreibung, also keine Angst. Und dann einfach mal rebooten. So, da steht jetzt, was kann ich für Sie tun? Geben Sie das Passwort ein, um die Tür zu öffnen. Ja, dann gebe ich jetzt einfach mal Test ein. Ach so, ja. Geben Sie Passwort. Ja. Wort. So. Geben Sie das Passwort ein. Ja. Test. Das Passwort ist richtig. So, das geht jetzt auf. Ihr seht das daneben. Dann geht es noch wieder zu. Und dann startet ihr das System neu. Jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn wir es falsch eingeben. Passwort ist falsch. Gut, das mit der Rechtschreibung, das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch schreiben, was ihr wollt zwischen Print. Das ist für 10 Sekunden gesperrt und danach rebootet er sich automatisch wieder. Da steht ein Goodbye und dann geht's wieder von vorne los. Im Prinzip ganz einfach und nicht sehr kompliziert, weil wenn man ein bisschen davon Ahnung hat, dann ist es kein Problem. Deswegen teile ich ja mein Wissen noch mit euch. So. Okay, mehr war das Ganze gar nicht. Ich hoffe, das hat euch gefallen oder euch weitergeholfen. Wenn ja, dann könnt ihr ja mal bewerten und kommentieren. Könnt mir auch noch in die Kommentare schreiben, welche Tutorials oder welche Sachen ihr noch gerne hättet. Zum Beispiel, wie man das und das macht, wie man das und das Programm schreibt, um das und das zu machen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!